An den Finanzmärkten ändert sich nicht so schnell wie die Lage und noch vor wenigen Wochen herrschte das Goldilocks-Szenario intellektuell nicht allzu fundiert, aber gleichwohl allgegenwärtig. Also die Vorstellung, ja super, guckst du, Zinsen sinken, weil die Inflation sinkt, aber die Wirtschaft, die wird trotzdem sehr, sehr gut dastehen. Und dieses Narrativ, diese Vorstellung ist ziemlich schwer angeschossen und jetzt plötzlich sehen wir, dass Angst herrscht, der Nasdaq unter Druck, S&P 500 und DAX unter Druck, die Indizes also sind deutlich schwächer als zuvor, auch heute wieder. Und aus meiner Sicht war der Gamechanger Jerome Powell in der letzten Woche, aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns die aktuelle Lage mal an. Wir sehen hier eine Bloomberg-Headline, S&P 500 hits 3-month-low as economy angst, dieses deutsche Wort, das auch im Amerikanischen sehr geläufig ist, the climbs, also die Angst jetzt vor eine Abschwächung der Wirtschaft, die steigt. Wir sehen hier mal den Fear and Greed Index mit 28, jetzt schon sehr deutlich im Bereich Furcht. Wir sehen den VIX heute 10% gestiegen auf 18,70. Und all das vor dem Hintergrund, dass wir noch, letzte Woche war es, glaube ich, von der Bank of America ein S&P 500 Target Update bekommen haben. Also das Kursziel wurde angehoben mit dem Titel Don't Worry, Be Happy. Jetzt haben wir mehr Worry und weniger Happy. So schnell, wie gesagt, ändern sich die Dinge. Und heute sehen wir, wie die Dinge stehen. Wir sehen vor allem Big Tech ist schwächer. Microsoft, Apple, Google, Amazon, nur Tesla und Nvidia. Diese beiden Aktien, die wahrscheinlich das größte Fallpotenzial haben, weil die Substanz, anders als etwa bei Microsoft oder auch Amazon, deutlich geringer ist. Die halten sich heute besser. Warum muss uns jetzt hier nicht interessieren? Schauen wir uns mal die Indizes an. S&P 500 minus 1,2%, Dow Jones etwas besser, Nasdaq minus 1,34%. Interessant, Russell, der Nebenwerteindex hält sich besser mit nur 0,7%. Wir sehen also, Tech sind die schwächsten Werte. Sehr viel Rot haben wir hier auf dieser Heatmap gesehen, das S&P 500. Und das war der Gamechanger letzte Woche aus meiner Sicht. Nicht nur, dass die Fed eben in den Dotplots versucht hat klarzumachen, nee, Zinsen bleiben länger hoch. Ob sie das umsetzen kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber vor allem dann die Aussagen von Jerome Powell, der im Grunde das Mantra aus 2018 wiederholt hat. Balance Sheet Reduction on Autopilot. Das hat er wörtlich diesmal nicht gesagt. Das waren seine Aussagen im Jahr Dezember, genauer gesagt Dezember 2018. Bevor er dann im Januar 2019 zurückrudern musste. Aber damals konnte er es, weil die Inflation gering war. Jetzt wird er es nicht können, weil die Inflation zu hoch ist. Und dementsprechend sehen wir, damals gab es einen Abverkauf und jetzt sehen wir im Grunde diesen Abverkauf in Reaktion auf die Aussagen der Fed zu Zinsen wie auch zur Bilanzreduzierung und das spielte dann den Renditen in die Hände, die steigen, die 10-jährige US-Staatsanleihe 4,54, teilweise heute schon einen Tick höher. Und warum ist das ein Problem, wenn Geld teurer wird? Bei den Large Cap, den großen Tech-Werten, die werden sozusagen getroffen durch Long Duration Cashflows. Sie wissen, der zukünftige Cashflow wird ja abdiskontiert und da ist eben mit steigenden Renditen, steigenden Kapitalmarktzinsen die Lage deutlich schlechter bei Large Cap Value. Die sind meistens betroffen, weil sie relativ hohe Schulden haben, die tendenziell jetzt immer schwerwiegender werden durch die steigenden Kapitalmarktzinsen, auch wenn viele noch das Glück haben, dass sie in Zeiten von Nullzinsen Kreditverträge abgeschlossen haben. Und hier diese Small Caps, die sind getroffen durch Near-Term Funding Needs, also die müssen ihre Schulden refinanzieren und das jetzt zu deutlich höheren Kosten, deutlich höheren Zinsen. Hier sehen wir mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die Sven Henrik hier zeigt. Und jemand sollte Janet Yellen sagen, ob sie immer noch glaubt, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind für ein Soft Landing der US-Wirtschaft. Oder ob es Zeit ist, dass sie jetzt getting concerned, jedes Mal, wenn Yellen gesagt hat, ich bin concerned, ich bin besorgt, dann war das der Tiefpunkt der Aktienmärkte. Hier hat dann ein Twitter-Kommentar, den ich hier nicht aufgeführt habe, sarkastisch gesagt, naja, Yellen ist noch ein bisschen auf dem Trip, die war ja in China gewesen und hat dort offenkundig ein bisschen halluzinogene Dinge zu sich genommen, Pilze damals.
Man kennt ja noch das Bild, als sie sich dann verbeugt hatte vor Xi Jinping in absolut demütiger Haltung. Die war so ein bisschen auf dem Trip offenkundig. Und vielleicht war ihre Aussage, we are on a really, really good path toward a soft landing, auch so ein bisschen noch beeinflusst von halluzogenen Mitteln. However, nicht halluzogen ist das, was wir hier rechts sehen. Diese Grafik, die ich immer wieder zeige, weil sie essentiell ist. Wir haben eine Entkoppelung von Renditen und Nasdaq-Werten gehabt, gerade von den großen Tech-Werten, durch die Bankenkrise. Aber jetzt könnte das Flippening kommen, wie Michael Guyatt hier sagt, nämlich die Idee, die lange ja präsent war, dass die großen Tech-Werte nicht mehr der sichere Hafen sind. Früher hat man ja, oder noch in der Bankenkrise hat man sicher gesagt, naja, siehst du, erstens wird durch die Bankenkrise der Regionalbanken in den USA werden die Zinsen bald wieder sinken, und wenn irgendwie eine Rezession kommt, das interessiert doch die großen Tech-Werte nicht, die machen doch sowieso Geschäft. Das ist, glaube ich, eine von Anfang an sehr dürftig geistige Einschätzung gewesen, aber manchmal wirken eben Dinge, auch wenn sie ziemlich bescheuert sind, und so war es damals. Aber jetzt könnte also ein bisschen die Realität einkehren, dass natürlich nicht die großen Tech-Werte völlig unabhängig von der Konjunktur sind. Und hier haben wir eben dieses Problem, wenn du hohe Zinsen hast, Stock Valuations und Real Rates, also Realrenditen, Realzinsen sozusagen, also die Zinsen minus Inflation, und die sind positiv. Und Jerome Powell hat gesagt, das begrüßen wir ausdrücklich. Und jetzt scheint es manch einer gemerkt zu haben, dass da mit den Bewertungen etwas ins Rutschen kommen könnte. Deswegen sehen wir, dass etwa die Nasdaq 100 Put Options massiv gestiegen sind. Also man sichert sich ab oder geht gleich direkt short. Und es sind die Zinsen, stupid. Solange die Zinsen und vor allem die Kapitalmarktzinsen nicht sinken, wird das für den Nasdaq schwierig. Gleichwohl besteht natürlich dann immer auch die Chance auf einen Short Squeeze, wenn alle Welt dann auch wirklich short ist. Und das wäre Zeit. Seems like a key time in markets, so Sven Henrik, der zeigt, dass wir hier bei wichtigen Unterstützungen jetzt sind. Heisenberg wiederum sagt, naja, die Bullen, die sagen, ja, guckst du, wie überverkauft der Markt ist, das ist richtig, RSI schon ziemlich ausgebombt. Man sagt, okay, ja, aber guckst du doch mal, Vorwahljahre, da geht es nie wirklich nach unten, kleine Ausnahme 1987. Die Bären dagegen sagen, naja, guck mal, wir haben eine Schulterkopf-Schulterformation. Wir sind jetzt beim VIX mit schon in Sichtweite der 20er-Marke in einer Gefahrenzone, und in der Tat systematische Trading-Ansätze, wenn da die Volatilität steigt, dann verkaufen deren Algorithmen stumpf, und die Bären sehen eben auch longer, higher interest rates, also wir sehen, dass das Potenzial besteht eben jetzt, dass die Zinsen länger hoch sind, es sei denn, es kommt eine fette, saftige Rezession, aber das wäre auch nicht so schick für die Aktienmärkte, wie ich gleich nochmal zeigen werde. Wir sehen aber eine Rotation bereits an den Märkten. Wir sehen, was jetzt ganz gut läuft, noch besser läuft, das sind defensive Werte, das sind Value-Werte. Wir haben gesehen, Dow Jones, überwiegend Value, fällt weniger stark als der Nasdaq, dagegen schwach Growth und vor allem Cyclicals, also zyklische Werte, die also sehr konjunktursensitiv sind. End-Cycle Rotation, wie Markets in Mayhem hier treffenderweise sagt. Und das trifft dann solche Pappfiguren wie Cathy Wood, die ja in Zeiten der Nullzinspolitik durch die Decke geschossen wurde mit ihrem ARK Innovation. Aber jetzt sieht man eine Entzauberung. Sie performt schlechter als der Nasdaq, deutlich schlechter als der Nasdaq. Also ihre Werte laufen deutlich schlechter. Und das ist eben das Resultat dann, wenn du Nullzinsen hast, hast du wahnsinnige Dinge an den Märkten, die an den Märkten passieren. Und wenn dann die Flut letztendlich weggeht und man sieht, wer nackt gebadet hat, dann sehen wir mit Schrecken eine Cathy Wood ohne Badehose. Und jetzt sehen wir auch so ein bisschen diese Economic Ängste, was wir vorhin von Bloomberg als Headline gesehen haben. Wir haben heute Consumer Confidence, 4-Monats-Tief. Vor allem die Hoffnung ist es, die hier schwindet. Wir sehen die Verkäufe neuer Häuser schwach. Wir sehen, die Konsumenten sind vor allem durch steigende, weiter steigende Preise negativ beeinflusst. Deswegen diese Komponente Hope, die deutlich nach unten geht. Und das macht Sinn, denn die Amerikaner, die haben jetzt nicht mehr das Geld, das sie noch geschenkt bekommen haben in Corona. Jetzt sehen wir nur, die obersten 20 haben noch Sparvolumen. Die anderen sind schon unter Wasser. Und unter Wasser sehen wir auch jetzt mal die durchschnittliche Positionierung von US-Investoren, von Privatinvestoren. Da sehen wir, die sind jetzt unter Wasser. Die sind also negativ.
Die verlieren Geld und jetzt hast du die blöde Situation, dass viele von diesen Privatinvestoren jetzt Anfang Oktober die Student Loans zurückzahlen müssen. Das bringt sie unter Druck und jetzt kommt der Druck noch dazu, dass immer mehr Banken ja die Kreditvergabe einschränken oder strengere Kriterien anlegen. Und Michael Arouet sagt hier zu Recht, it's quite simple, no loans, no investment, no job growth. Ja, manchmal brauchen die Dinge einfach mehr Zeit. Wenn weniger Kredite im Umlauf sind, gibt es weniger Investitionen, werden weniger Jobs geschaffen. Und wir sehen interessanterweise auf YouTube, gibt es einen Trend zum Beispiel zum Schlagwort Great Depression, große Depression, also die Krise Ende 20er und dann 30er Jahre. Wir sehen also, dass sich die ökonomischen Voraussetzungen, die Perspektiven deutlich verschlechtern, aber Kashkari heute, ja, das FED-Mitglied aus Minneapolis, ich sehe eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für ein Soft Landing und eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit für ein Szenario, dass wir weiter die Zinsen anheben müssen. Also der Mann, der ist lustig, wahrscheinlich wird beides nicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Soft Landing haben, die tendiert gegen Null und auch dass die FED weiter die Zinsen anheben kann, ohne dass etwas ganz massiv zerbricht, ist auch relativ gering, dass das also nicht passiert, dass etwas bricht. Hier sehen wir seine Dotplots. Hier sehen wir praktisch, wie er die Inflationsentwicklung erwartet hat. Und das ist das große Problem, das jetzt die Märkte haben. Selbst wenn die FED die Zinsen ein letztes Mal im Juli angehoben haben sollte, was wir noch nicht definitiv wissen, aber wahrscheinlicher wird, dann ist es so, dass die Märkte normalerweise Party machen, wenn keine Rezession kommt. Aber gucken wir uns mal den Kursverlauf an jetzt seit Juli, dann sehen wir doch deutliche Schwäche inzwischen. Und das deutet darauf hin, dass eine Rezession kommt. Jene Rezession, die die invertierten Anleihe-Zinskurven ja schon lange signalisieren. Und jetzt die blöde Situation an den Märkten. Wenn es nach unten geht, dann verstärkt sich die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter nach unten geht. Warum? Mechanik, weil die Dealer, also die Market Maker, die haben extrem negatives Gamma. Das heißt, die sind abgesichert. Die haben das Underlying verkauft, um sich abzusichern, falls es weiter nach unten geht. Je weiter nach unten es geht, umso mehr müssen die Underlyings verkaufen, müssen also bestimmte Werte, ob Einzelaktien oder Indizes, verkaufen, um sich abzuhedgen. Allerdings besteht dann auch wieder das Potenzial, dass wenn was nach oben geht, diese Dealer, diese Market Maker eben solche Absicherungspositionen wieder auflösen. Also praktisch Verkaufspositionen, die sie eingegangen sind, zur Absicherung wieder auflösen, damit als Käufer auftreten. Damit hast du einen Short Squeeze. Das macht diese aktuelle Lage so schwierig, finde ich, im Timing an den Märkten. Apropos schwierig, könnte es auch für Bitcoin und Konsorten werden, für andere Kryptos, denn JP Morgan hat jetzt gesagt, alle Kunden, zunächst mal die Kunden in UK angeschrieben, in Großbritannien, ab 16. Oktober nichts mehr Tausch in Krypto. Customers won't be allowed to buy crypto or even transfer money to a crypto website. Also man unterbindet im Grunde die Transaktion zwischen Fiat-Geld und Kryptos. Das könnte eine schwierige Nachricht für Krypto sein. Noch ist offen, ob das auf andere Länder im Prinzip oder ob das JP Morgan praktisch generell so handhaben wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht hoch. Gucken wir uns jetzt mal Deutschland an, meine Damen und Herren. Hier mal eine interessante Grafik. Die Real House Prices in Germany. Also wir sehen ja oder wissen ja, dass die Immobilienpreise gefallen sind in Deutschland. Aber jetzt ziehen wir mal oder schlagen noch oben drauf die Inflation. Dann sehen wir, wie stark wirklich dieser Rückgang ist jetzt bei den deutschen Hauspreisen. Und hier sehen wir, dass wir eigentlich ja schon längst in einer Stagflation sind. Hier sehen wir mal die Einschätzung von Ökonomen. Da sehen wir, dass die Inflationserwartungen nach oben gegangen sind und die Wachstumserwartungen nach unten gegangen sind. Und das gilt insbesondere für Deutschland. Hier haben wir eine Situation, dass uns Kanzler Scholz ja erklärt hat, naja, in den 70er Jahren waren die Zinsen ja auch sehr hoch und dennoch haben die Leute gebaut, weiß ich von meinen Eltern, ich glaube, die haben 14% Zinsen bezahlt. Aber damals war sozusagen noch eine völlig andere Situation. Wir haben ein anderes Wirtschaftspotenzial gehabt, wir haben eine andere demografische Situation gehabt und Daniel Stelter sagt, wer erklärt Scholz, dass es nicht auf den Zins, sondern auf die Ertragserwartungen ankommt und wer sagt, dass Kühnert, Ricarda Lang und Konsorten dann nicht sagen zu den Vermietern, ja, ihr müsst jetzt mal solidarisch sein, wir ziehen euch jetzt mal ein paar Gelder ein, weil ihr habt es ja wahrscheinlich. Und wann weiß man, wie Daniel Stelter hier schreibt, dass die DDR 2.0 das Ziel ist, wenn Journalisten etwa des Spiegels, ehemals stolzen Spiegels schreiben, der Staat muss selbst Wohnungen bauen. Also
Jetzt werden wir den Staat als Unternehmer sehen im Immobilienmarkt. Das wäre eine ganz fantastische Idee mit Scheitern vorprogrammiert. Aber warum sehen wir jetzt all diese Probleme etwa auch im Immobilienmarkt? Weil die Notenbanken die Zinsen auf Null gesenkt haben, damit das Risikoparameter abgeschafft haben, damit Kapital fehlallokiert wurde, damit zu viel Kapital im Umlauf war. Das ist die Hauptursache für die Inflation. Und jetzt müssen eben die Schmerzen ertragen werden für diese Dinge, die da an Exzessen gelaufen sind. Das ist ein natürlicher Prozess. Sollten wir fast sogar froh drum sein, dass, auch wenn es natürlich sich unschön anfühlt, aber damit das System wieder gesunden kann. Und wie krass die Dinge laufen, das sagt hier dieser Mensch, Werner Sobeck heißt er, Sobeck. Er ist Architekt, Bauingenieur, Professor an der Uni Stuttgart, der so eine Art Vordenker auch des grünen Denkens ist. Er sagt, ich schlage einen Bürgerstromkontinent vor. Wir verteilen den knappen Strom pro Kopf. Er sagt ganz klar, das wird sozusagen mit der grünen Energiewende, wenn wir nicht genug Strom haben, logisch, Strombedarf wird sich verdoppeln, Ausbau der Erneuerbaren weit hinter den Planungen hinterher, was Windkraft vor allem betrifft, viel wichtiger als Solar. Und dann musst du halt praktisch rationieren und damit willkommen im grünen Stromsozialismus. Wir sind auf einem so tollen Weg. Ich kann mich kaum beherrschen, so begeistert bin ich. Und jetzt hat Deutschland interessanterweise, weil man ja Kohle abschalten will, Atomkraft abgeschaltet hat, es aber so eine Parallelstruktur für die grünen Technologien braucht, also für Wind und Solar und so weiter. Deswegen will man sich jetzt LNG-Kontingente sichern. Und hat sich jetzt oder will reinschreiben seitens der Regierung, seitens Habecks, dass sozusagen die Lieferanten nicht dann sagen können, nur ja, ein anderer zahlt mehr, also beliefern wir euch nicht, ihr lieben Deutschen. Genau das haben nämlich die Deutschen gemacht mit Pakistan, worüber in der Öffentlichkeit hier und vor allem in der Tagesschau nicht berichtet wurde natürlich. Da sind Schiffe schon kurz vor Pakistan gewesen, mit LNG beladen und sind dann umgedreht, weil die Deutschen gesagt haben, wir zahlen mehr. Daraufhin Stromausfälle, massive Probleme in Pakistan, Unruhen in Pakistan, Demonstrationen, Leute verzweifelt. Darüber lesen wir natürlich nichts und kriegen nichts mit, weil wir sind ja die grünen Vorreiter der Weltrettung. Wir retten das Klima mit dem Allerschmutzigsten, was es gibt, nämlich LNG, schmutziger noch als Kohle. Also es ist unglaublich, Herbert Blass von Bloomberg sagt, aber diverting from Pakistan to Europe is okay. Also genau das, was wir gemacht haben. Es ist wirklich zum Haare raufen. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Schluss. Inflation heute und in den 70er Jahren. Was ist der Unterschied? Warum hinkt dieser Vergleich vielleicht oder trifft er doch zu? Super interessante Analyse eines Kollegen, nämlich Wolfgang Müller. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Die Entzauberung der Cathy Wood. Dinge kommen dann wieder, die Schwerkraft schlägt zu, auch wenn man lange die Schwerkraft eben ignoriert und leugnet. Und dann habe ich noch eine dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, da habe ich jetzt kein Beitragsbild dazu, aber da möchte ich besonders darauf hinweisen. Die Goldverkäufe in Deutschland sind um 99% eingebrochen. Warum? Weil es wieder Zinsen gibt auf Sparguthaben etc. etc. Vielleicht ist es ja eine gute Zeit, Gold zu kaufen. Vielleicht, schauen wir mal. Das ist die dritte Empfehlung, wie gesagt, hier nicht im Bild. Also diese drei Dinge. Ich sage jetzt Servus, ciao.